Finale der Ausstellung White Cube im Weißen Haus. Noch bis zum Donnerstag können Bilder von Bruno Griesel auf dem Gelände des Agra-Parks in Markkleeberg besichtigt werden. Der Leipziger Künstler lebt seit einigen Jahren in Zerbst. Für Bruno Griesel ist die Ausstellung auch eine Begegnung mit der alten Heimat. Ich wurde angesprochen von Herrn Bodo Pientka, also er hat mich antelefoniert und ob ich kurzfristig eine Ausstellung in Markkleeberg machen würde, im Weißen Haus. Und da habe ich zugesagt, da mir das Weiße Haus in dem Sinne als Außenhülle auch schon seit meiner Kindheit bekannt ist. Ich habe in Markkleeberg 10 Jahre gelebt. Die Ausstellung befindet sich in der ersten Etage des Weißen Hauses im Agra-Park. Durch die großzügige Raumgestaltung wirken die Werke von Bruno Griesel besonders. Es sind im Grunde genommen, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre. Grafisch sind noch Dinge, die sind etwas älter, aber die Bilder, also die Gemälde sind sozusagen umfasst die letzten 10 Jahre. Das Weiße Haus in Markkleeberg ist noch bis zum Donnerstag nach Ostern Ausstellungsort. Im kommenden Jahr ist eine Ausstellung von Bruno Griesel im Rahmen des Lutherjahrs in Wittenberg geplant.